Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, lieber Kollege Nils Annen, in der Tat, das ist keine rationale Ebene, auf der wir hier diskutieren. Denn wenn man sich tatsächlich die Mühe macht, und ich vermute, die Kolleginnen und Kollegen der Linken haben es nicht getan, sich mal die Anträge durchzulesen, inhaltlich mal durchzulesen, dann kommt man wahrlich nicht auf eine rationale Ebene, sondern es drängt sich mir mehr und mehr der Eindruck auf, dass diese Anträge wiederholt nur in die linke Fraktion, in das linke Wählerklientel hineinwirken soll. Sie merken, es gibt hier keine demokratisch legitimierte Mehrheit für Ihre Anträge, und das wird hoffentlich auch in Zukunft so bleiben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, für mich sähe sinnvolle Oppositionsarbeit wahrlich anders aus. Aber gut, die Fraktion Die Linke möchte darüber diskutieren, dass Bundeswehreinheiten nicht ins Baltikum verlegt werden. Und darüber hinaus möchte diese Fraktion einsam und alleine so ganz nebenbei die NATO auflösen. Man könnte über diese Anträge schmunzeln, wenn es nicht so traurig wäre. Deutschlands Außen- und Sicherheitspolitik ist seit jeher eingebettet in einem System kollektiver Sicherheit. Wir agieren nie alleine, sondern immer im Einklang mit unseren Partnern. Wir organisieren unsere Sicherheit in einem gewachsenen Vertrauensverhältnis mit unseren Verbündeten in Europa und im transatlantischen Bündnis. Dieses Bündnis, welches Sie auflösen möchten, ist viel mehr als eine reine militärische Partnerschaft. Es ist eine Wertegemeinschaft, ein Pakt freier Staaten von Demokratien, die an Rechtsstaatlichkeit und die Unverletzlichkeit der Grenzen souveräner Staaten glauben. Glauben, souveräner Staaten und die Unverletzlichkeit der Grenzen glauben. Aus dieser Beschreibung heraus sollte Ihnen einleuchten, dass ein wie auch immer geartetes Bündnis mit einem Staat, der sich um diese Prinzipien nicht schert, kein System kollektiver Sicherheit aufgebaut werden kann. Ich glaube, jeder hier im Plenum, und das haben die Vorrednerinnen und Vorredner auch deutlich gemacht, würde sich eine Entspannung des Verhältnisses zwischen Russland und dem Westen wünschen. Eine Partnerschaft zu Russland und ein konstruktives Verhältnis sind wichtiger denn je. Der Ball liegt aber im Feld der Russen und nicht auf unserer Seite. Wir können und werden unsere Prinzipien nicht über Bord werfen. Ich kann daher die Russlin- und Putin-Versteher in der linken Fraktion nicht verstehen. Sie sollten mal ihre sehr selektive Wahrnehmung dessen, was gerade in Osteuropa vonstatten geht, ernsthaft überprüfen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, was mich an diesen Anträgen richtig ärgert, ist, wie hier ideologisch verbrämt Fakten und Tatsachen nach Belieben verdreht werden, so lange verdreht werden, bis es endlich in Ihre linke Weltanschauung passt. Die in Ihren Anträgen formulierten einseitigen Behauptungen sind so abenteuerlich und grotesk, dass dies nicht nur eine Beleidigung für das deutsche Parlament darstellt, sondern auch für die deutschen Soldatinnen und Soldaten, die ihren Dienst für unser Land und damit auch für Sie verrichten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Man muss schon sehr in seinen eigenen ideologischen Saft schmoren, um auf solch abstruse Ideen zu kommen, indem man der NATO und der Bundeswehr unterstellt, sie seien an allem Grundübel der Welt schuld, würden Völkerrecht brechen und für eine Eskalation in Osteuropa sorgen. Genauso abwegig sind Ihre abgeleiteten Forderungen, die nichts anderes bedeuten, als einseitig diese NATO zu verlassen. Es ist aus gutem Grund, auch vor dem Hintergrund unserer Geschichte, deutsche Staatsräson, keine Sonderwege zu beschreiten. Wir agieren nicht alleine, ich sage es noch mal, sondern stets mit unseren Verbündeten und Partnern in einem Bündnis. Und in einem Bündnis hat man nicht nur Rechte, sondern Pflichten. Die Linke scheint dies allerdings nicht zu begreifen. Meine Damen und Herren, wie eingangs gesagt, halte ich diese Debatte zu den Anträgen der Linken für überflüssig und für eine Verschwendung wertvoller Debattenzeit. Es ist nicht an der Union,
den ideologisch aufgeladenen Abgeordneten der Linken im Plenum Nachhilfe in Außen- und Sicherheitspolitik zu geben. Meine Damen und Herren, ich würde es ja tun, wenn ich die Hoffnung hätte, gute Argumente würden bei Ihnen auch auf fruchtbaren Boden fallen. Bei Ihnen sehe ich sicherheits- und außenpolitisch nur Wüste. Da wächst kein vernünftiges Pflänzchen. Und in diesem Sinn werden wir die Anträge auch ablehnen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.